Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar und der Simulicious. Hallo Leute. Spiel weiter, Fallout 76. Tja, bist du jetzt wahrscheinlich für immer ein Typ. Nein, das geht wieder weg. Ich bin ja bei mir gar kein Typ vor allem. Ich bin bei mir eine Frau. Ihr müsst jetzt hier eine Mentorin beantragen. Glaube ich. Auswahl. Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Anwärter Schleiergeheimnis. Wow, was passiert? Schleier entfernt, Schleiergeheimnis hinzugefügt. Kontrollpunkt blablabla. Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht, irgendwas ist passiert. Irgendwas wurde gebaut. Irgendwas. Hier ist ein Holoband. Orderprotokoll. Ich höre mir das mal gerade an. Frederick Rivers. Produktionsprotokoll Nummer 194. Oh Mann, die brauchen immer so lange, bis sie anfangen zu reden. Ich glaube, es ist abgestürzt. Hallo? Hallo? Oh, jetzt geht's wieder. Oh, war gerade ein Leck. Aber ich glaube, der Server wird gleich sterben. Ja? Ja, ich glaube, der Server stirbt. Wenn das passiert, passiert das immer. Oh. Die Steuerung kurzzeitig deaktiviert. Jetzt konnte ich wieder was aufheben. Oh, oh. Ja, das Holoband wird noch nicht mal abgespielt. Nee, ich glaube, wenn das immer wieder kommt, jetzt der Server antwortet nicht und Steuerung deaktiviert, dann stürzt der Server demnächst ab. Okay, dann gehen wir jetzt mal besser raus, dann machen wir das zusammen hier. So, liebe Zuschauer, jetzt seht ihr es live. Mal wieder. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben sowas nicht. Also ihr seht es ja. Und es gibt, ich hab oft Kommentare, ich weiß nicht, was ihr mal habt, aber ich habe solche Bugs nicht. Also ihr habt die echt nicht. Also Respekt, ihr habt echt Glück dann. Das ist ja jetzt gar kein Bug, das ist ja einfach. Nein, das ist kein Server. Bug. Nö. Nein, ich meine, der Server meine ich jetzt. Bist du jetzt im Hauptmenü? Ja, ich gehe jetzt nochmal auf Spielen, weil ich kann dich nicht einladen. Ja, ja, hier steht nur online. Ich joine dir gleich, sobald es geht. Ja, warte mal, bis ich richtig drauf bin und dann. Ja, ja, sag mir Bescheid, wenn du dann im. in der Welt bist. Morgen. Vielleicht bin ich ja dann auch wieder weiblich. Ja, morgen. Vielleicht bin ich auch eine Todeskralle. Man weiß ja, es nicht. Man weiß es nicht. War halt damals so. Und plötzlich war es eine Todeskralle. Und dann war da Deathclaw. Ich kann beitreten, aber ich warte noch. Ja. Du überholst mich wahrscheinlich sowieso. Meinst im Laden? Wenn ich dann auf der Welt bin, dann bist du trotzdem schon vor mir da. Ich spawn ja jetzt wahrscheinlich nicht im Gebäude. Nee, müsst du draußen sein. Kannst. Okay, mal gucken, hat's die Quest resettet bei dir? Aber manchmal resetten die sich dann. Also der Start. Ach, die Todeskralle hat auf jeden Fall jetzt funktioniert. Okay, immerhin. Wo ist denn jetzt der Marker? Gibt's jetzt einen Marker, wo wir hin müssen als nächstes mit dem Supermutantenlager? Ich töte jetzt mal gerade hier. Ja, ja, ich bin im Ladebildschirm. Ich sehe gerade Vault 63 Tür. Nur. Oh nein, ich glaube, ich habe einen Vertibot gehört. Das wäre überhaupt nicht gut. Nein. Sie haben uns wieder gefunden. Wir wollen helfen. Nein! Bitte nicht! Ich hatte die ganze Zeit Probleme und Serverabstürze, weil die ganze Zeit versucht haben, uns zu finden. Ja. Oh, es lädt so lange. Ich habe schlechtes Gewissen. Jetzt ist er! Ha! Hm? Machst du gerade Emote? Nee, ich bin am Verdursten. Ja. So, warte, ich muss schnell trinken. Kannst du mich jetzt mal einladen vielleicht, wenn es geht? Musst zu mir kommen. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Ach, hier oben. Du bescheuerte Winkende. Ich weiß nicht, wo du bist. Laden Sie mich ein. Ach, Gott sei Dank nicht mehr dieser komische, creepige Typ. Ich bin schon gespannt auf die Folge, wie ich aussehe. Was ist denn jetzt mit der Quest? Ist sie jetzt erledigt? Schließe Rose Quest ab und wir vertrauen. Nee. Oh nee, sag nicht, die ist jetzt kaputt. Das wäre jetzt aber schade. Ja, ist wahrscheinlich ja, die jetzt. Ist weg. Ist der Schleier noch da? Nee. Ja, ist alles weg jetzt offenbar. Na toll. Glückstreffer, bist ja, du runter kommst du da auch. Ja. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht mehr rein. Ich hab einen Holoband. Ne, jetzt ist hier was. Jetzt leuchtet hier was. Hm? Hier leuchtet was bei dir? Ja, jetzt geht da irgendwas rein. Warte, komm, wir gehen mal kurz rein. Ja, stimmt, bei mir leuchtet jetzt auch was. Hä? Aber ich hab keine Quest. Vielleicht ist sie deaktiviert oder so.
Ich habe gerade geguckt, aber da war nichts mehr mit Herren der Mysterien, oder? Das heißt, ja, das Quest heißt jetzt anders. Ah, es kann auch einfach ein Wegpunkt sein, der eigentlich noch... Ist der hintere Ausgang. Hm. Ja gut, also ist ja offenbar kaputt. Also das geht auf, guck. Dann gehen wir mal rein. Gucken wir mal, ob wir unten noch durch dieses Ding kommen. Ja. Ich komme nicht durch. Hier ist eine Wand. Ist rot bei mir. Du hast den Schleier noch um. Echt? Ja. Oh Mann. Ich trage ihn, glaube ich. Ja, ich wollte den entfernen und dann ist der Server abgekackt. Ja, ich hatte ihn entfernt. Ach komm, dann gehen wir wieder raus. Da ist zwar ein Wegpunkt, aber es ist ein Ausgang, glaube ich. Oder? Ja, ist ein Ausgang hier. Na gut. Ach, das ist aber schade. Das ist echt schade. Die war richtig gut. Die hat voll gut angefangen. Wo haben wir die denn gefunden nochmal? Das war da, wo der Tierarzt war, oder? Wir hatten den Schleier, haben wir gefunden bei der Frau, die an dem Stromhäuschen lag. Das Blöde ist, dass mir gesagt wurde, dass es am Ende der Belohnung ein ziemlich cooles Kleid gibt. Ja, ein cooles Outfit. Toll. Das kriege ich jetzt natürlich nicht. So. Naja. Wie bescheuert ist das denn? Ich konnte nämlich irgendwas herstellen und dann... Ich habe ich habe was gedrückt und dann habe ich noch irgendwas gehört, während ich rauskomme. Guck doch mal im Inventar, vielleicht hast du es ja bekommen. Bei mir ist nichts. Bei mir auch nicht. Abgetragener Schleier? Nee, ich trage ihn noch. Ich habe ihn doch noch. Du hast ihn an, ja. Ja, aber ich konnte da nicht durchgehen. Ich auch nicht. War rot. Naja, vielleicht kommt sie irgendwann mal wieder. Da, melde dich als Anwärterin an. Jetzt ist es bei mir wieder aktiv. Ist ja egal. Hauptsache, ich kann das machen, weißt du? Sollen wir wieder reingehen? Jetzt habe ich bei mir nähere dich einer Todeskralle. Oh Gott. Oh Mann, ey. So, was, ach ja, was soll man dazu sagen? Jetzt habe ich auch melde dich als Anwärterin wieder. Was ist denn hier los? Und du bist unsichtbar. Ich frag einfach gar nicht mehr. Nee. Ist einfach so. Nee, doch, du bist doch nicht unsichtbar, ich dachte. Aber hier ist nix. Doch, es geht jetzt hier cool. Auch. Wow, abgefahren. Ich will auch so eine Tür. Willkommen, Anwärter. So. Begeben Sie sich für die Registrierung bitte zu einem Terminal. Was ist das denn jetzt genau für ein Laden hier? Wissen wir das jetzt genau? Willkommen bei Kryptos, bitte. Ja. Geben Sie sich zur Produktionsanlage. Moment, irgendwie hat es nicht funktioniert. Nee, wahrscheinlich habe ich zu schnell geklickt. Bla bla, jetzt muss ich bestimmt hier runter. Ich dachte, es gab ein Holo. Ach, das Holobon habe ich wahrscheinlich schon, ne? Hier sind überall Holobänder. Ich lade mal die mal auf, ich hole mir die nachher mal alle an. Hört das an. Achso, das Holoband anhören? So. Wo ist denn das? Wie heißt das denn? Das heißt, Orden der Mysterien, Produktionsprotokoll wahrscheinlich. Anwärterin, Orden der Mysterien, Anwärterin. Hallo, Liebes. Anmeldung unbekannt. Jetzt habe ich es bekommen, wo ich wieder nochmal dran gegangen bin. Du bist bestimmt ein wenig nervös. Gibt doch einiges zu verdauen. Aber die Mädchen... Mach einfach wieder aus, dann reicht das. Hey, okay, Rita. Ich gehe direkt einfach weiter. So, beantrage eine Mentorin. So, jetzt wieder da oben. Hast du unten gemacht an dem Ding? Nee, ich muss jetzt irgendwie eine Mentorin erstmal beantragen. Hast du unten was gemacht an dem Hersteller? Beim letzten Mal, ja. Über Kryptos. Ihr wollt mehr über ein kleines System hier erfahren? Kryptos ist ein Original-Robco-Zentralrechner. Eine Spezialfertigung für einen streng geheimen DIA-Projekt der Vorkriegszeit. Die Regierung hat den Vertrag gekündigt und einer meiner Kumpel bot mir den Rechner an. Ich brauche etwas für Shannons neuen Trainingsraum, die Halle der Prüfungen. Und bei dem Schnäppchen konnte ich nicht widerstehen. Das ist wahrscheinlich von der reichen Alten einfach so ein Hobby. Wenn ihr Fragen habt, gern, ich freue mich. Ja, ich Frederik, keine Ahnung. Ränge der Beförderung. Leitbilderklärung. Der Orden der Mysterien ist eine Schwesternschaft, die sich dem Zielvertrieb verschrieben hat, die Tugenden der Herrin der Mysterien aufrechtzuerhalten. Mut, Gerissenheit und Mitgefühl. Wir kämpfen im Schatten um uns selbst, einander und die Bewohner von Appalachia. Vor allem zu schützen, was unser Leben und unsere Freiheit bedroht. Also so eine Art Silberschraut, Frauen. Ach hier, Beantrag einer Mentorin. Ja, aber ich weiß nicht.
Kontrollpunkt erreicht. Karte aktualisiert. Lewisburg. Lewisburg, meinst du? Lewisburg steht hier. Wie heißt das? Lewisburg? Ja, wahrscheinlich. Da, an der anderen. Aber da unten Lewis. Kann ich auch irgendwas machen. Ich weiß aber nicht, was das da unten an dieser Werkbank ist. Also da unten an dem anderen Terminal, nicht Werkbank. Ja, das, da musste man irgendwas... Musstest du da was machen? Ja, und zwar bin ich ans Terminal gegangen. Mhm. So. Herstellungsdienst. Ja. Sie sind autorisiert, folgenden Gegenstand herzustellen. Ranggegenstand. Und dann... Schleier der Geheimnisse. Kannst du da was machen? Mir geht da nämlich gar nichts. Schleier der Geheimnisse hinzugefügt steht jetzt. Guck mal, wie der aussieht. Wir sehen jetzt der Schleier der Geheimnisse aus. Das ist, haben wir doch wahrscheinlich. Sehe ich jetzt anders aus? Habe ich den anderen Schleier an? Bei mir ist immer noch ein Schleier an. Ja, aber sieht der anders aus? Nee, den gleichen Schleier. Hm. Naja, gut. Dann nicht. So, triff dich mit in Lewisburg mit der Mentorin, okay. Ich habe jetzt die Stacheln an meine Brandaxt gemacht. Das macht sie mehr Schaden. Oh, Min, zeig mal. Oh, cool. Gibt bestimmt noch mehr. Oder? Gibt's nur einen Mod? Also immer? Momentan habe ich nur den. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Den hatte ich halt gefunden. Hier ist natürlich eine Bürste im Schrank. Ich meine, das waren Frauen. Natürlich ist da eine Bürste drin. Ich brauche noch einen Mundschutz eigentlich. Also einen coolen. Ja, kein Schleier. Weil sieht doch fast genauso aus wie die Halstücher, oder? Sehen die so viel anders aus? Ach, ich sehe der Ausgang? Nee. Das ist der Hinterausgang vielleicht. Was ist das denn? Polanski? Polanski. Klein Polanski-Bunker. Aufzugkapseln. Sieht aber genauso aus. Guck, wo kann man denn hier hin? Aufzug. Aufzug? Ist das quasi ein heimlicher Zugang? Da steht Aufzug. Das ist ein heimlicher Zugang! Nein, ist das cool! Aber drück auf den Knopf einfach. Es ist einfach, ist das cool. Stimmt, draußen stehen die auch. Das ist wie bei, keine Ahnung, da gibt's, ich glaube bei Austin Powers gibt's Telefonzellen, die sind natürlich dann alles Geheimgänge. Okay. Ach, abgefahren. Bist du schon draußen? Nee, es lädt. Ich wollte es nicht sagen, ich lade nämlich auch. Ich dachte, so. Du bist jetzt schon bei draußen. Bei mir ist die Band, da sind wir gerade am Spielen. Ich hab hier das, dieses Bergteil, wo wir da die Werkbank gehalten haben. Polanski! Cool, das gefällt mir. Coole Quest. Okay, jetzt müssen wir, irgendwo hin. Nähere dich an der Todeskralle und, ne? Und das ist ein Gesuchter. Komm, wir reisen da schnell hin. Top, wir wollten töten den. Gehen wir hier. Okay, los. Top of the World? Er ist weg. Scheiße, ja, war doch da gerade noch. Wahrscheinlich, ja. Wo Penner. Müssen wir jetzt hin? Wo ist Lewisburg? Weiß ich nicht. Warte, vielleicht ist er irgendwo hingereist. Ich will mal jemanden töten, obwohl. Ach, Blödsinn. Ne, wir gehen jetzt nach Top of the World, oder? Wollen wir jetzt die Quest hier erstmal machen? Ja, dann gehen wir zu Top of the World. Machen wir nochmal Todeskralle an Freunden, ne? Top of the World? Es geht nicht. Top of the World geht nicht? Ich bin überladen. Geh mal kurz zum Camp. Ich reise schon, ja. Ich bin eigentlich auch ziemlich voll, aber ist ja egal. Hallo, mein Zuhause. Provisorisch wird noch umgebaut. Hoffentlich fliegt nicht wieder eine Atombombe drauf. Ja. So. Penner. Blöden Verbrannten an meinem Haus. Ungeziefer. Die warten immer, dass du wiederkommst. Und dann die schießen extra auf die Pflanzen. Oh, er hat Mais gesät und Mutterbeeren direkt draufschießen. Die rennen immer rein und treten drauf rum, weißt du? Ja. Aber die Geschütze machen auch nichts. Ich glaube, ich baue die nicht mehr. Das ist nur Geldverschwendung. Ja, und jetzt sind auch welche gespawnt. Ich fasse es nicht. Jetzt schießt's. Danke, liebes Geschütz. Toll, ich hänge im Fenster fest. So, ich halte zur Tür rein. Ist schon eine ziemlich scheiß Basis, die ich hier gebaut habe. Was mit der Basis? Ist schon ziemlich hohl. Man, ich wollte doch doppelte, egal. So, ganz kurz, Dingens, so. Bin sowieso beschäftigt.
werde von 1000 Viechern angegriffen gleichzeitig. Sehr gut. Und verdurste und bin krank. Sehr gut. Sie meint bestimmt wieder Würmer. Die rutscht dann wieder über den Teppich mit ihrem Po. Bäh. Ich bin doch nicht der Archie. Ach, sie merkt schon wieder Würmer. Was sind Wurmungstabletten? Schwärzt den ganze Zeit. Nein, ich will nicht! Hör auf mit deinem Po über den Boden zu rüpfen. Mann, es juckt aber. Ich kann mit meinem Po machen, was ich will. Okay. Oh, da ist noch jemand, der hilft. Oh, ich dachte gerade, da steht Putin, aber der heißt Punti. Oh, da Challenge. Kam einer, rechtes Bein, nein. So. Ja, ich nehme Taschen, ist doch besser, so. Ich habe 195 Tragekapazität, das ist ja cool. Aber warum bin ich trotzdem überladen? Ja. Hm? Wie viel hast du denn voll? Alles. Raketen und Scheiße. Raketen und Scheiße. Also ist kacke, hier spawnen so viele Gegners. Ja. Da oben sind drei, die schießen alle hier runter. Gibt's doch nicht. Schönen Tomaten, ihr kleinen hässlichen. So, egal. Hm? Egal? Ich will den abknallen noch. Er läuft immer weg. Wäre die einer Todeskralle. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das. Ich komme jetzt, ich komme, ich bin fertig. Ich verdurste, ich verhungere alles. Heilmittel, Essen. Oh, Gott sei Dank. Was denn? Ich habe bestimmt ganz viel, warte. Ich hab mich jetzt auch von Parasiten erholt. Ich hab jetzt keine Würmer mehr. So. Wo ist denn jetzt hin, der Putin hier? Weiß auch nicht. Hast du zufällig ballistische Faser? Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Nee, das gibt's hier auch? Ja. Das bräuchte ich zum Reparieren meiner Ausrüstung. Ne, der Putin ist immer noch hier. Putin? Nein, der heißt Punti, aber ich habe als erstes Putin gelesen, deswegen ist jetzt der Putin. Ich komme. Ah, da. Ich weiß nicht, was der hier will, der ist 95, aber gut, vielleicht hat er. Ist gerade noch da? Ich habe gar nicht geguckt nach der. Ich war beschäftigt. Okay, dann gehen wir da mal hin, schnell. Wo der Putin die. Nein, ich krieg bestimmt wieder Würmer. Meine Güte. Vorher waren hier keine Level 42. Das ist schon wegen Putin. Macht der Putin den überhaupt noch? Der hat doch schon die super krasse Rüstung. Vielleicht ist er hier, um irgendwas zu farmen. Das kann sein. Winke mal den Putin. Da müssen wir lang. Der hat, ich habe gehört, dass das hier sehr gut ist, um Aluminium zu fahren, wegen den Skistöcken. Die gibt's hier. Ach so. Und da ist Aluminium drin. Ja, vielleicht ist er hier und sammelt die. Weiß ich nicht. So, ist Todeskralli da? Das ist ein Supermutant. Die war ja vorher hier, aber die spawnt eigentlich viel, viel weiter weg, glaube ich. Nähere dich an Todeskralli. Level 68 Supermutant. Oh Mann. Supermutant Kriegsherr. Oh Mann. Okay, warte, er kommt. Ja. Hast du Granaten? Das ist Mine. Du hast Schaden gekriegt? Er wirft auf jeden Fall eine Granate. Ich bin tot. Ich geh gar nicht mehr K.O. Ich spawn mal schnell bei dir. Ja, ich guck, ob ich ihn schaffe. Musst du gehen. Ich hätte auch. Mann, hier spawnen ist genau unter über rauswerfen.
Es ist das dritte Mal, dass ich heute gestorben bin. Ja, heute ist schon echt übel. Jedes Mal, weil ich mich selbst gesprengt habe. Ja, oder das angezündet. Auch. Entschuldigung, ich habe mich angezündet. Oh, ich glaube, meine Waffe sieht ziemlich kaputt aus, oder? Sie ist verbrannt. Ich glaube, sie sieht verbrannt aus. So. Kein Sack mit hier? Mit. Hm? Da musst du irgendwo zeichnen, wo du gestorben bist. Oder hast du vielleicht deinen Schrott abgelegt? Nee. Ja, meine Rüssel muss mitnehmen von den Insekten. Hm. Dann nimm deine Rüssel mit. Nee, ich tue es gerne freudig hier an. Was ist keine? Legendär Kriegsherr. Oh. 3 Sterne. Was ist das? Was ist mega, das? Mega faul hier. Soll das ist eine Gatling. Soll es auf den losgehen? Ist mir egal. Lass das Faultier, lass das machen. Ich will den aber springen, solange der busy ist. Oh, scheiße. Schieß ihm auf die Beine. Läuft der immer noch hinter mir her? Nee, er ist jetzt auf mir. Komm zu mir hoch. Hier, genau meine Bahn laufen. Genau auf mich zu, genau auf mich zu. Folgt er mir? Ja. Komm, 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 komm. Einfach genau hinter mir. Kriegt er den Schaden? Sehe ich ja nicht. Sie ist auch nicht. Nein, nicht wirklich. Er hat nicht wirklich Schaden gekriegt. Okay, machen wir es so. Er kriegt auch von mir keinen Schaden, großartig. Doch, es geht. Er macht Schaden. Ich tanze einfach ein bisschen mit ihm. Ja. Oh, aber er haut mich ganz übel. Genau, halt dich einfach. Ja, ich versuch's. Aber ich komme gar nicht mehr wirklich dazu. Das Impact braucht so lange, bis es wirkt. Er kommt auf dich. Waffe kaputt. So ist der, hält sich doch bestimmt nochmal hoch, oder? Bleib stehen, nicht bewegen. Mist. Jetzt endlich. Mein Gott. Vorschlaghammer. Kultistendolch. Hässlich. Naja. Naja. Also, ich glaube echt, dass die sich den anpassen. Also vorher hat man nicht so krasse Level hier. Nee, ich hab ja auch die steht gesagt, da immer rum. Das ist, die können halt in bestimmten Bereich spawnen. Lol, der hängt hier in der Luft rum. Das ja, ja, bei mir auch. Und das passt sich dann wohl schon danach an, was für Spieler das Gebiet als erstes betreten. Oh, das ist der Minigun. Mann. Boah, Gott sei Dank, er hat uns niedergemäht. Er kam. Boah, eine 5mm Patrone. Hat er bei mir auch gehabt. Hat er alle verschossen wahrscheinlich in dem Moment. Okay, ist sie hier unten? Wo ist sie hier denn jetzt? Wo hier unten? Wie lustig, dass die bei uns da so... Ich weiß auch nicht. Wie kommt man jetzt hier am besten runter? So wie immer. Da war irgendwas mit Todeskralle. Da ist sie. Hm? Wo ist sie? Bin sehr stolz auf dich. Ich lebe noch. Sag's nicht zu laut. Ich kann immer noch sterben. Hallo, Todeskralli. Aua. Au. Ja, ich wünschte, ich könnte mich mit dir anfreunden, aber ich habe kein E. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich durchziehen. Nicht? Habe ich nicht. Aber jetzt ist die Quest auch nur noch, ich weiß auch nicht. Stehle etwas, bla bla. Das war wahrscheinlich von dir die Quest. War das bei dir? Das kann sein, ja. Okay, dann töte ich sie einfach. Aber sie will nicht.
Was tut sie? Ich hab mich schon wieder in die Luft gesprengt. Echt? Im Ernst? Ich hab's nicht gesehen. Ich hoffe, der Tod ist gerade. Ich und Min, ne? Warum treffen sie denn nicht jetzt? Die piepen aber auch einfach nicht mehr. Die piepen in dem Moment, wo sie explodieren. Dann ist es zu spät. Das bedeutet, dass sie mir so, ich hab sie getötet. Können. Kannst du meinen Schrott aufsammeln? Aber das ist sowieso nix. Ich weiß gar nicht, wo du gestorben bist. Ich sehe das nicht. Die alte labert mich zu. Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um ihnen beizubringen, dass dort draußen nicht jeder ihr Freund sein kann. Das sieht man an den knallharten. Weiter im Programm. Jetzt soll ich was von den Supermutanten stehlen? In Westtech. Bei Westtech ist das. Da, wo dein Camp steht. Echt? Ja. Da können wir sogar hin. Ach ja, lol. Oh, cool, dann kann ich gleich hinreisen. Ja, machen wir das mal. Gut, dass ich das dahingestellt habe. Ja, das war geplant, das wussten wir ganz genau. Das wussten wir, dass das so kommt, dann habe ich es extra deswegen dort hingestellt. Haben wir, hast du schon gesehen, wo die Quest weitergeht für Dingensbummens? Dingensbummens? Für den Schleier, damit du dein cooles Kleid bekommst. Da müssen wir doch nach Levisburg oder wie das heißt. Levisburg, aber ich habe noch nicht geguckt, wo das auf der Karte ist. Ah, hier ist es. Das beste Zwischencamp. So, erstmal direkt in Drödeln, weil ich bin nämlich auch total voll. Ich habe fast gar nichts hier gelassen, deswegen. Bisschen was wegtun. Oh Mann, ich habe so viel Zeug. Ich muss auch mal in Ruhe gucken, was ich hier alles mitgenommen habe. Scheuerte Generator. So, ich muss reparieren, dass du wieder. Siehst du? So. Ich glaube, jetzt bin ich unsichtbar. Vorschlaghammer, die alten erstmal verwerten. Du bist unsichtbar, bei mir nicht. Okay. Ach, dieser scheiß Injektor hier. Das Radiumgewehr muss ich hier lassen. Okay. Hast du? Ja, Sekunde. Ah ja, ich lege hier noch. Ich mache hier noch Zeug irgendwie überall rein. Ach, mir fehlt Kleber und ballistische Faser, lol. Ist auch ballistische Faser, wie bei mir. Fehlt mir auch. Ich kann nichts mehr reparieren. Ich habe es jetzt markiert, damit ich das sehe, aber ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben irgendwo. So, jetzt bin ich wieder leicht. Mal ein bisschen was kochen. Aber ist meine Kiste ziemlich voll. Naja, muss ich da also mal bei mir bin ich unsichtbar, als wenn ich mit irgendwas interagiere. Echt? Okay, bei mir bist du sichtbar. Ich bin unsichtbar. Nein, bist du nicht. Doch, ist ja egal, unsichtbar. Ob ich unsichtbar bin. Hauptsache, ja, für ja, dich das nicht. Ist ja wurscht. Ja. Bestick. Ach, hatten wir doch das richtige Gefühl, dass das hier bei dieser großen Satellitenschüssel war. Ja. Ja, hab ich ja gesagt, da ist es, als ich beim letzten Mal. Ach so, ja. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab gedacht, es ist hier irgendwo in der Nähe. So, okay, einsatzbereit. Los geht's! Jo. Bestick war eigentlich ganz cool, aber es ist ein Riesenhaufen Geballer. Also, ja. Es wird krass. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge und wir sehen uns wieder. Bis dahin, haut rein!